Zuschauer, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Gipfeltreffens. Wenn wir das geschafft haben, heute, dann sind wirklich alle Fragen ultimativ geklärt. Schaffen wir das? Nein. Ja, sicher. Ja, richtig, das wollte ich sagen. Chaka, Chaka und nochmals Chaka. Was also will man von uns wissen? Also die WM findet jetzt im Winter statt. Dann frage ich mich erstens, wie wollen wir das Sommermärchen wiederholen? Und warum verschiebt man da nicht im Gegenzug den Biathlon Cup in den Sommer? Den was Cup? Biathlon Cup. Biathlon Cup. Ah, ich guck das nicht, Wintersport. Nein? Nee. Ist das gut? Biathlon, ich glaube, das ist, glaube ich, das, die wenigsten Menschen nur verstehen. Viele haben sich aufgeregt, die haben gesagt, bei einem Sport, wo du ein Gewehr auf dem Rücken hast, wie kannst du da Zweiter werden? So. Und ja. ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Leute nicht verstehen, die Biathleten, die schießen ja nicht gegenseitig auf sich, sondern die schießen auf Scheiben. Das ist ja extra so gemacht, sonst wäre der Verschleiß viel zu hoch, auch schon im Nachwuchs. Ja, das kannst du ja gar nicht. Ich finde schon den Titel Biathleten seltsam, weil es ja... Ja, für Sportler sollte es irrelevant sein, ob sie beide Geschlechter lieben oder nur eins. Seltsam. Habe ich nie geguckt. Also nicht, weil ich das... Nur ich finde das ganze Schanzending. Ich erwarte bei jedem Schanzensprung, dass einer stirbt. Weil das kann ja normalerweise nicht sein, dass du in so einem Winkel, in so einer viel zu engen Hose, in die Luft geschossen wirst. Sehr ambitioniert, dann noch landen zu wollen. Die Hose spielt jetzt eine zunehmende Rolle beim Skispringen. Habe ich immer gehört, da geht es immer um den Zwickel, weil die dort irgendwie extra noch mal Auftrieb bekommen, die Flatter. Das stimmt allerdings, ich kriege auch der Auftrieb durch meinen Zwickel. Mando. Ja, aber Katar. Das wird uns verkatert zurücklassen, glaube ich, weil das ist schon... Ist das nicht ein leichter Unrechtsstaat? Also je nachdem, wer man ist. Das kommt drauf an, auf welcher Seite man jetzt steht. Ja. Ja, also wenn man einen guten Sklaven hat. Ja, ist halt die Frage, wer du bist, ne? Ob du Dobby der Hauself bist oder Jafar. Da muss man... So, also, aber als Sklave wirst du, ja, das ist nicht so erquicklich. Nee. Egal, aber auch nicht bloß im Katar. Da möchte ich jetzt dem Katar nicht Unrecht tun, indem ich sage, dass die Katarer... Kater, das sind Kater tatsächlich. Dass die ihre Sklaven jetzt schlechter behandeln als andere. Katar ist bestimmt ein wunderschönes Fleckchen Erde, wenn Sand. Man auf Sand, steht und 50 Grad im Schatten. Wieso, aus welchen korrupten Schweinegründen spielen wir da nochmal an Heiligabend? Habe ich vergessen. Ich glaube, aus religiösen Gründen, weil die Katarer sind sehr religiös. Weihnachten ist für die, glaube ich, das wichtigste Fest. Ja. Und die wollten da auch mal was Besonderes haben am Heiligabend. Ja, genau, die haben sich da Funktionäre einbestellt, den haben sie... Zur Frühlingszeit die Rosette geschmiert mit Geld und jetzt erscheinen die da am zweiten Weihnachtsfeier. Doch, eine schöne Sache. Wobei, ich glaube, im Katar, da kommt nicht der Weihnachtsmann, ich glaube, da kommt der Muselmann. Das ist dort, das Brauchtum wird ja überall unterschiedlich zelebriert. Ja? Also, ich möchte Sie bitten, mich von Anschlägen auszuschließen, weil ich versuche noch, mich mit dem Finanzamt Recklinghausen-Süd zu einigen, bevor ich abtrete. Ja, Anschläge, aber beim Finanzamt, das sind eher Abschläge, glaube ich. Ja. Wie man sonst sagen muss. Ja, genau. Ich möchte nur nicht anschlägig... Einschlägig, ja. Also bekannt sein. Einschlägig. Ne? Damit es zum Anschlag kommt, bevor du den Abschlag geleistet hast. Genau. Abschlag, das ist ein gutes Thema zum Fußball. Bist du Freund des Wintersports? Also Biathlon ist ja Laufen und Schießen und das ist eigentlich ja wie beim Fußball. Ja. Also Laufen und Schießen, ne? Und Punkt. Das war's. Der Wintersport, den wird es sowieso nicht mehr lange geben. Ich glaube, wenn der Wintersport sich retten will, muss er sowieso in den Sommer transferiert werden. Ja. Weil der Winter das ja, persönlich glaube ich auch. Weil der Winter ja bald der Sommer ist. Ich glaube auch. Ja. Gerade diese ganzen Schlittschuhsachen. Ich möchte auch sehen, dass die auch auf Bitumen ausgeführt werden. Mir ist das alles zu hektisch. Weißt du? Holiday on Ice, das will ich auf so einem Ascheplatz sehen. Das wäre wirklich dann so, wie so eine Zeitlupenstudie, das wäre fantastisch. Dann fallen die hin und dann heißt es Holiday on Steiß. Hallo ihr Lieben,
Ich weiß nicht, ob das noch so ganz eure Generation ist, aber ich persönlich bin ein riesiger Harry Potter Fan. Und mal angenommen, ihr wärt eher so, ich würde mal sagen, Team Hufflepuff, ihr könnt nur einen einzigen Zauberspruch. Welcher wäre das? Ja, Team Hufflepuff. Also zum Beispiel, bück dich, Fee, ist das auch ein Zauberspruch? Es reimt sich nicht, ne? Nee, ach, Zaubersprüche müssen sich nicht reimen, die müssen ja nur wirken. Mhm. Zum Beispiel Hokus, Lokus, Fidipus, reimt sich, stimmt. Bum-bum. Ja. Sehr aufwendig. Ich kenne einen orientalischen Zauberspruch. Simsalabim Salafist. Dieses Salafisten soll ausgesprochen wehtun, wenn man es nicht gewöhnt ist. Nochmal, für den Fall, dass Sie einen Anschlag auf mich planen. Es müssten noch Dinge geregelt werden im Vorfeld. Das ist im Sauerland. Dankeschön. Hattest du das nicht mal erzählt, dass Vegetarier, dass man die auch Saladisten nennt? Oder Saladeure? Ja, bestimmt. Da hängst du auch mit drin. Wir sollten ab jetzt nicht mehr zusammen in einem Fahrzeug sitzen, schätze ich mal. Ich muss auch so ehrlich sagen, ich habe nie Zaubersprüche gebraucht. Also erstens finde ich es ab einem gewissen Alter irgendwie albern. Und ich kann für mich behaupten, dass ich in meinem Leben darauf nicht angewiesen war, sondern ich habe mir alles ehrlich erarbeitet oder geklaut. Wenn du an Magie glauben würdest, würdest du eher, sag ich mal, die konventionelle Magie präferieren oder jetzt doch eher die schwarze Magie? Bist du empfänglich für Magie? Nein. Das ist... Weißt du doch überhaupt nicht. Ja, so, du bist so ein Mensch mit Bodenhaftung, du stehst mit beiden Beinen fest neben dir. Und es gibt ja Menschen, die fühlen sich davon angezogen, hingezogen, bei denen geht was auf, so magische Formeln, Beschwörungsrituale. Wenn man sich dann so Pentagramme auf die linke Gesäßbacke schnitzt und so, das ist für viele Menschen was sehr Inspirierendes. Ich habe im Moment nicht zugehört. Alles, was ich denken konnte, war Spider-Man, das ist ein Mann mit Bodenhaftung. Das war das, was ich dachte. Will jeder vielleicht noch einen Zauberspruch nennen aus seiner Kindheit? Jeder hat sich doch mal irgendwas gewünscht. So angenommen, ich möchte mal mit meiner Oma in die Sauna oder so. Ja, meiner Oma. Das schrecklichste Bild. Ich möchte meiner Oma in die Sauna. Das ist, weißt du, ich war jetzt in mehreren Saunata in meinem Leben. Und das ist das Schlimmste, also, und ich habe meine Oma sehr gemocht. Also ich möchte jetzt vor allen Dingen nicht mit meiner Oma in die Sauna, aber... Also das Magische prallt an euch ab, merke ich. Ich fühle mich da... Ich habe ja früher gebetet viel. Und dann habe ich abends gebetet, lieber Gott, wenn ich mich taufe, mach, das geht die Sonne auf. Mhm. Und das ist nicht passiert. Und was ist, gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen einem Gebet und einem magischen Zauberspruch? Ist das nicht eigentlich das Gleiche, dass man einem Wunsch oder einer Hoffnung Ausdruck verleiht? Nein, ein Gebet ist eine Bitte und ein Zauberspruch ist ein Kommando. Warum ich euch das sagen muss? Ich würde sagen, mit einem Fingerschnippen, wie von Magie beflügelt, beenden wir die Diskussion. Ich habe mir was richtig Judith überlegt. DIY kommt ja immer gut. Dementsprechend meine Idee, handgemachte DIY-Kondome. Jetzt würde ich natürlich nur noch von euch gerne wissen, wo kann ich da Zutaten einkaufen gehen? Wie kann ich vielleicht vorgehen? Habt ihr Tipps? Habt ihr irgendwelche Vorschläge? Vorschläge? DIY, damit meinst du Do-It-Yourself. Ja. Kondome. Aha. Ja. Aber wenn du das selbst machst, wozu brauchst du da Kondome? Sicher ist sicher, man weiß ja nie. Ja. Ich glaube, das ist der Deutsche. Ja? Also sie nimmt die Pille, er nimmt Kondome und man schläft trotzdem getrennt. Das ist... Ja. Richtig sicher. Das ist... Also mir würde erst Tesafilm einfallen, ne? Dass man Tesafilm nimmt. Mhm. Hört, hört. Ne? Und dann einfach drum wickeln. Bis zur Spitze? Vorne freilassen, ja, würde ich auch machen. Ne? Nein, die Spitze würde ich auch ne, am Ende abschneiden, aber dann... Versiegeln? Gut. Heißklebepistole, das ist wirklich dicht. Die Heißklebepistole und dann hast du wirklich komplett zu.
Ich glaube, man will uns auch wieder so ein bisschen aufs Glatteis führen. Selbst gebastelte Kondome halt. Ich glaube, Knete hält nicht. Also wenn du so aus Knete dir so ein Olm drumherum machst, gerade so Spielknete, die ist ja hautverträglich, die achten da ja drauf. Mhm. Für Kinder, obwohl ein Kondom jetzt gegen. Und dann machst du das drum, aber ich glaube, das Knete reibt sich ab. Mit der Zeit. Man nimmt ja jedes Kondom, glaube ich, nur einmal. Knetkondome, das knetest du raus unterm Wasserhahn und dann kannst du die wieder benutzen. Also wenn es um Do-it-yourself geht, dann bin ich automatisch so im Bastelmodus. Ja. Irgendwie dann, wir brauchen eine Schere, Buntpapier, also wenn es ein Geschenk werden soll, Buntpapier. Wenn es heiß hergehen soll, dann empfehle ich Backpapier. Mhm. Für den SM-Bereich Sandpapier, logisch. Und dann irgendwie zuschneiden, Leim ist immer wichtig beim Basteln. Ja, irgendwas, was schnell anzieht. Wir brauchen eine Tube Leim. Ich würd Alufolie nehmen und dann immer so, Robocop, ich bin Robocop. Ich finde es eine reife Einstellung zu den Dingen. Das ist doch Stahl, das ist richtig. So, super, oder? Ja, man spricht ja von den Aluhüten. Ja, das ist ja sozusagen. Ja. Mhm. Genau, ich finde es super. Aluminiumfolie wird viel zu selten für Dinge eingesetzt. Also, ich habe früher so futuristische Filme gedreht mit meinen Freunden. Ich habe jetzt bald Klassentreffen. Mhm. Und wenn es irgendwie futuristisch sein sollte, haben wir immer irgendwie Alufolie. Super, oder? Das geht immer. Du bist sofort in the next generation. Ich habe früher immer, meine Mutter hat das mir als Astronaut verkleidet. Da hat man Persiltonnen genommen, früher das Waschpulvertonnen. Und da hat man einfach draußen Aluminiumfolie drum gemacht, Augen reingeschnitten, ich bin Roboter. Da waren so schlimme Chemikalien drin, dass ich den Rest der Woche als Elefantenmensch gegangen bin, weil ich völlig einen Ausschlag hatte. Aber Rosenmontag war toll, ich sah aus wie ein Astronaut, war super. Ja. Genau, und mit Elefant hast du gleich wieder eine gute Überleitung zum Rüssel. Also würdest du Kondome basteln, hältst du das für zielführend? Ich habe mal ein Gedicht geschrieben, das beginnt so, der Papst verbietet die Kondome, weil er weiß, es geht auch ohne. Und ich denke, ei, der Daus, ja, da kennt sich einer aus. Hm, schön. Und das endet mit der Zeile, selbst wenn Josef Kondome genommen, der Jesus wäre trotzdem gekommen. Er ist ja quasi entstiegen, schaumgebunden, abgeworfen. Er ist ja quasi jetzt nicht... Schaumgebunden? Naja, also ich meine jetzt nicht dem Uterus entgangen. Entäumelt. Genau. Ich habe mich immer gefragt, das war doch klar, dass Maria und Josef mit dem Kind nirgendwo unterkommen an Heiligabend. Ich denke da schon die ganze Zeit drüber nach. Hm? Das war aber erst später Heiligabend. Das war ein ganz normaler Mittwoch, Das war Werktag. Das fing an mit Mittwoch. Ich habe das mal im Apple-Kalender rückwärts gezählt, weil mich es wirklich interessiert hat. Pfingstmittwoch war das, glaube ich. Es war Ostern. Wie bitter ist das denn? Tenet. Um jetzt mal vernünftig zu erklären, wie man Kondome macht. Man würde jetzt wirklich, wenn man ein passgenaues Kondom haben will, müsste man von seinem erigierten Penis... Gips reagiert thermisch beim Aushärten und wirklich, ich traue dir viel zu, aber nicht, dass du 25 Minuten lang die Latte hältst, während der Gips warm wird. Du nimmst dafür Alginat, also das Zahnarztmaterial. So, das rührst du an in lauwarmem Wasser und innerhalb von 4 Minuten ist das ausgehärtet, das wirst du hinkriegen. Dann streifst du das vorsichtig ab, dann gießt du es mit Flüssiglatex aus, da musst du sehr lange suchen. Es muss ein Latex sein mit hoher Viskosität, aber geringen Lösemitteln. Das Ding muss ausdünsten, da ist ohne Ende Ammoniak drin. Und dann kannst du dir passgenaue Kondome fertigen. Obwohl die natürlich, wenn du sie von Hand machst und nicht maschinell, sie nicht dünn genug sind. Deswegen ist gefühlsintensiv, das ist, als würdest du einen Schrubber in den Hausflur werfen. Aber theoretisch ist das kein Problem, das so herzustellen. Mhm. Das klang profund. Ja. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Außer ein Danke. Und dafür gern. Moin. Was meint ihr? Was war der Trick von Moses, als er damals das Meer geteilt hat? Ich hätte es auch gar nicht so geteilt, sondern ich hätte das ganze Wasser einmal nach oben gemacht. Dann kann man, verstehst du? Ja. Völlig falsch geteilt. Ich glaube die Geschichte nicht. Ich halte aber auch jetzt nicht allzu viel von der Bibel. George Carlin, der große Komiker, hat mal gesagt, das ist eben das mit der Kirche. Sie sagen dir, es gibt da diesen unsichtbaren Geist und der wohnt im Himmel.
Und er braucht aber Geld. Weißt du so, das ist, ich finde, dass das stimmt. Geld braucht er trotzdem. Er kann jetzt nicht direkt was für dich tun. Du kannst einseitig mit ihm sprechen und er ist unsichtbar. Aber er braucht Geld. Komisches Konzept. Gutes Konzept. Ich meine, die Scientology hat das ja, glaube ich, dann, glaube ich, veredelt. Scientology ist eine Mischung aus QVC, Schamantum und kann man nicht, das ist quasi das H&M unter den Religionen so. Wo dir später ja dann gesagt wird, du bist jetzt Schnarf, der Peniszyklop, wenn du an Stufe 9000 erreicht hast. Das kannst du aber keine Sau bezahlen. Dafür verscheuerst du Haus und Hof und dann kriegst du wohl später so einen Brief, da steht es dann drin so. Du bist jetzt Lolleck. Du kannst unter Wasser gehen. Glückwunsch. Und dann denkst du dir so, ja, weiß ich jetzt nicht. Das hat mich jetzt 1,8 Millionen gekostet, ihr Pillemänner. Und von daher, gut, Tom Cruise ist drin. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Tom Cruise, man sieht schon in den Filmen, dass er verhältnismäßig hohe Todessehnsucht hat. Der macht jeden Stunt selber. Und er kann sehr schnell rennen, habe ich gehört. Also Tom Cruise, also entweder kann er sehr schnell rennen oder er steht die ganze Zeit und die zerren die gesamte Landschaft vorbei. Eins von beiden ist es auf jeden Fall. Und der wird bald 60, also das gibt einem schon Hoffnung. Ich meine, heute wäre das mehr zu teilen ja, also das ist ja digital alles machbar. Du brauchst ja bloß zwei LED-Flachbildschirme, dann machst du mit Splitscreen einen Enhancer in der Mitte, machst du über HDBBT und zack, und schon ist es geteilt. Und du kannst durch, eben nach Estland, wenn du jetzt, oder zum Balaton als Ägypter. Ja, für viele ist das Mehrteilen ja tatsächlich auch nur auf Facebook irgendwelche Urlaubsbilder hochzuladen. Ja. Ich glaube, das Mehrteilen ist gar nicht so ein Problem. Das Weniger zu teilen, das ist das Schwierige. Ja. Weißt du? Denn wenn du schon mehr hast, dann kannst du ja teilen. Aber wenn du nichts hast, dann zu teilen und zu geben, ist ungleich schwerer. Auch im Teambereich gibt es Konkurrenzkämpfe unter die oder der, wer ist der Schönste im Unterstübchen. Wer kann mir eigentlich die Frage beantworten? Ich habe es auch überlegt. Was ist der Vorteil? Wenn man Schamhahnfrisuren machen will, kann mir einer was sagen darüber? Also bei Männern, da gibt es doch den Spruch auch, auf einer frisch gemähten Wiese wirkt der Kleine wie ein Riese. Habe ich mal gelesen, bei so einem Gartencenter. Bin mir sicher, dass es beim Gartencenter war. Das, so viel steht fest. Macht ihr da irgendwas? Also nicht bei anderen, bei euch selber? Je nachdem, ne? Was? Je nachdem, was ansteht, ja. Aber natürlich, man kennt das ja, ne? Also jetzt, also von, aus der Zeitung oder, also die, was es für Frisuren gibt, Herzform, Landebahn, Hashtag-Zeichen. Also es gibt ja, Ich kannte meine Frau, die hatte so wie eine Brille. Und die, ihr Spitzname war Harry Potter. Es tut mir leid. Da bringe ich gerne mal den großen Grebe ins Spiel, Reinhard Grebe. Ich glaube, es war sogar eine Oper. Sie hieß Menschen ohne Abitur tendieren zur Intimrasur. Ja. Oder Frisur, weiß ich jetzt nicht genau, da müssen wir nochmal nachfragen. Intimrasur, glaube ich, ja. Ich denke, damit hat das ja eigentlich signifikant auf den berühmten Point gebreakt. Ich finde so Zöpfe, alles was mit Zöpfen ist, gerade bei grauen Haaren, das sieht besser aus einfach. Das sah so ein bisschen, dass du denkst, wow, Helga, so muss das, weißt du? Und du dann, arbeitest dann auch mit Extensions? Nee, ich mach keine Extensions. Es ist von, die Menge ist schon gut, muss ich sagen, ja. Dass du da, das ist wirklich, da denkst du, wow, ja. Das haben wir mit allen Wassern gewaschen, dieser gar nicht. Und, das, und das oben drüber ist tätowiert, hier kein Trinkwasser. Genau, das habe ich, Achtung, kein Trinkwasser, in Keltisch. In Keltisch, ja. Ja, aber so ein schönes Gesamtbild dann. Ja. Gibt es Intimfrisuren überhaupt? Also wenn man jetzt, sagen wir mal, einen sehr langsamen Bartwuchs oder Haarwuchs hat als Frau oder als egal. Also wenn es wirklich ewig dauert, bis da was... Und dann kann man sich, und dann macht man sich eine Landebahn. Und da würde man ja die vom BER nehmen. Das ist so. Was meinst du mit Landebahn? Ist das dann so ein Streifen? Einfach. Also so wie so ein Hitlerbart hochkant. Genau. Ja. Okay. Ich erkläre die Intimfrisur
Frage als gescheitert. Ja. Und bitte. Ich hatte neulich ein Gespräch mit meinem Freund Viktor und der hat mich gefragt, Nikita, wie kommt es eigentlich, dass ein Meteorit immer genau in einen Krater einschlägt? Ich sag, na, das ist dumm, Alter. Nein, so ist das nicht. Wissenschaftler berechnen die Flugbahn des Kometen und dort, wo er einschlagen soll, dort graben sie dann ein Loch. Und Viktor meint, Nikita, nein, das glaube ich nicht. Ich denke, die Natur regelt diese Dinge. Wie erklärst du dir zum Beispiel, dass ein Fluss immer exakt unter einer Brücke durchfließt? Was sagt ihr? Regelt die Natur diese Dinge selbst? Warum passiert jeden Tag so viel, dass es genau in die Zeitung passt? Ja. Genau. Warum, das kann man ja endlos auf alles auswalzen, warum gibt es immer gerade genug Pixel für ein Foto? Ja, das könnte ja auch sein, dass da... Genau. Ja. Warum? Warum sind auch bei molligen Menschen Leggings immer genau hauteng? Weil das ist ja... Ne? Manchmal müsste man ja denken, die passt vielleicht gar nicht. Ja. Und dann stellst du doch fest, perfekt, wie maßgeschneidert. Das stimmt. Mollige Menschen, ja. Mollige Menschen, das ist... Ich bin gegen Bodyshaming, andererseits bin ich selber fett und das legitimiert mich zu nichts. Was sagt ihr da? Ihr habt da bestimmt auch wieder so einen Begriff wie Urst. Mein, ich sag Depri-Pummelchen, nenne ich sie immer. Also, weil sie auch so ein bisschen... Ja, aber mollig, vielleicht probiere ich es mal mit mollig. Mollig ist sehr schön. Ich finde, mollig klingt schön. Weißt du, dass auch für alle Menschen draußen, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben, es geht nie darum, wie viel du wiegst. Das sind Zahlen. Entscheidend sind immer Proportionen. Ja, das ist ja nur gelegentlich einfach ungünstig verteilt, oder? So könnte man das ja auch sagen. Ja, aber man kann mit Kleidung und so weiter an Proportionen besser arbeiten als an seinem Gewicht. Weil, aber, weißt du, ich meine, klar möchte ich abnehmen, aber ich sehe doch nicht ein, morgens keine Tasse Industriezucker zu essen. Also, ein völlig falsches Signal an meinen Körper, verstehst du? Ja. Ich bin Ruhepuls von 180, wenn ich aufstehe, durch meine Ernährung. Das Zentrum der Frage bestand ja darin, dass er wissen wollte, die Natur, regelt die Natur die Dinge aus eigener Kraft? Ja. Du meinst nicht, es bedarf einer übergeordneten Instanz, einer ätherischen, sphärischen? Nee, das ist ja das, was der Mensch immer denkt. Der Mensch denkt ja immer, wir sind so besondere Wesen, im Gegensatz zum Meerschweinchen, dass wir noch so ein über uns geregeltes Konstrukt haben müssen, einer göttlichen Macht, die uns beseelt und uns den seelischen Funken gibt und kikiriki. Ich glaube, wir sind nichts weiter als sehr große, rasierte Erdmännchen mit festen Jobs. Und aber wir haben nicht mal so viel auf dem Kasten wie Erdmännchen. Also zum Beispiel, während wir uns unterhalten, müsste Johann eigentlich auf seinem Sessel stehen und die Gegend beobachten. Und ich finde, da sind uns Erdmännchen voraus. Stimmt. Jetzt habe ich wieder Natur. Was ist dein Verhältnis? Also er hat ja gesagt, dass der Meteorit in den Krater einschlägt. Ja, das ist die Grundannahme. Wenn es jetzt einen Fluss gäbe, der neben der Brücke herfließt, nicht unter der Brücke durch, weil es ein Nebenfluss ist, und der würde den Krater fluten, und da würde der Meteorit einschlagen. Das würde spritzen. Nein. Die einen gehen jungfräulich in die Ehe und möchten eher eine monogame Beziehung. Andere lieben One-Night-Stands und möchten eine offene Beziehung. In mancher Beziehung wird ständig gestritten und in anderen herrscht Harmonie. In manchen Beziehungen hockt man ständig aufeinander und sieht sich die ganze Zeit und in anderen sieht man sich eher selten. Meine Frage ist, ab wann ist es für eine Beziehung definitiv zu spät? Irgendwie geil, oder? One-Night-Stand. Yeah. One-Night-Stand. Hattest du einen One-Night-Stand heute? What? Schon? Heute Morgen, ja. Ja? Und One-Night-Stand ist ja auch eine Beziehung, weil man danach... das Bett neu bezieht. Oh Gott. Ich hatte das nur einmal, ich bin nur einmal in meinem Leben wirklich fremdgegangen. Ja. Und das war, ich glaube, da braucht man auch so ein bisschen Routine. Das war wirklich schlecht organisiert, das fand bei mir zu Hause statt. Ja. Und dann gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen intim, aber dann hat mich sozusagen meine Freundin in flagranti ertappt. Damit kannst du nicht rechnen, aber dann war es eben, sie stand plötzlich da,
kam zurück irgendwie nach der Entbindung, Kind auf dem Arm. Das war dann auch, wo ich im ersten Moment das Gefühl hatte, jetzt ist es für die Beziehung zu spät. Aber es hat sich geklärt. Ich glaube, dass zu spät für eine Beziehung gibt's. Wer hat das gesungen? Ivica Zervesi, glaube ich, 1000 Mal berührt. Wer? Ivica Zervesi, der. Wer? Wie heißt der? Wer? Ivica Zervesi. 1000 Mal berührt. Ja. 1000 Mal ist nichts. Das war passiert. Klaus Lage. Meine ich doch. Genau. Stimmt, das ist der gleiche Name. Man muss nur alle Buchstaben austauschen. Jetzt fällt es mir auf. Ja. Ja, stimmt. Klaus Lage. Du wolltest ja nur den Abend vertreiben und nicht gern allein sein. Und riefst bei mir an. Wir waren nur Freunde. Wollten es auch bleiben? Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht, wie lange. Wir zwei uns schon kennen, deine Eltern sind mit meinen damals Kegeln gefahren. Da weiß ich's nicht mehr. Ja. Klaus Lager, das war der Name. Obwohl mir der andere besser gefällt, muss ich auch ganz klar sagen. Ja, aber die Geschichte war doch so, sie haben alles miteinander geteilt. Ja. Und dann einmal irgendwie bei einer doofen Bewegung irgendwie hängen geblieben. Ja. Und dann merkt man, jetzt wird's sinnlich. Boah. Und das eigentlich Verbindende, so quasi, also Freundschaft ohne Anfassen, geht nicht mehr, sondern es wird körperlich. Naja, wir drei arbeiten ja dran. Ja, es kommt immer oft an, wie man umgeht in der Beziehung, auch mit Problemen, dass, was man für Möglichkeiten hat, das buddhistische Standesamt, das Statistische Bundesamt. Ja. Buddhistische Standesamt. Das buddhistische. So eine Klangschalentuch schnell, da dann anfängt dich zu trauen, weißt du? In so einem total dichten Nebel aus Patchouli. Das muss ganz schlimm sein. Das buddhistische Standesamt. Nein, es gibt Statistiken. Worum ging es jetzt? Wie man mit Krisen umgeht in einer Beziehung. Es gibt eine Statistik darüber, über Therapiesitzungen. 3/4 aller Therapiesitzungen in Deutschland werden von Frauen besucht. Und es gibt eine andere Statistik, bei der gibt es 3/4 Männer. Das ist die Statistik über die alkoholbedingten Todesfälle. Ja, und da sieht man ja schon, wie in der Beziehung, also bei uns ist das auch nicht groß anders. Meine Frau ist seit einem Jahr in der Paartherapie. Aber für mich ist das nichts, ne? Ja, dann ist die Paartherapie quasi so eine halbe Sache. Ja, absolut. Aber ich habe jetzt auch gesagt, bevor ich mich totsaufe, komme ich auch mal mit. Ne? Aber vielleicht lernen Sie in der Paartherapie jemanden kennen. Ja. Also, dass das so gedacht ist. Also, du gehst alleine durch den Trichter und kommst zu zweit raus. Mhm. Ja, sie hatte schon mal die Idee, dass wir uns trennen, dass wir uns probehalber trennen. Das hört man oft. So dieses, wir brauchen Abstand. Wir brauchen Abstand. Und dann? Sie hat gesagt, probehalber und unter der Voraussetzung, dass mein Einverständnis dabei gar keine Rolle spielt. Ich glaube aber, das ist richtig, was du sagst. Wie geht man um mit Konflikten? Ich glaube, da braucht man Antennen, um solche Unruheherde zu erspüren. Und ich habe Antennen genug, um zu bemerken, dass unsere Sendezeit nun leider abgelaufen ist. Viel zu früh. Aber trotzdem, wir beugen uns dem Sendediktat, verabschieden uns. Wir danken Ihnen daheim und auch hier im Studio, dass Sie unseren Ausführungen gefolgt sind. Auf Wiedersehen. Thank you.